Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 4. Ich habe die Charaktere ausgerüstet, aber jetzt fällt mir gerade ein, an die Master Quarz habe ich nicht gedacht. Vielleicht haben wir da jetzt ja mehr Auswahl. Und Quarz habe ich auch nicht geändert, die lasse ich halt so. Ich will nur sehen, dass wir jeden Quarz hier auch drin haben. Zum Beispiel Sirius habe ich hier. Ach, warte. Achso, das geht nur darum, wer den jetzt als Main-Quarz hat, ne? Warte mal, Beowulf wäre eigentlich eher was für Ash. Ah ne, Scorpio ist auch gut. Wenn ich jetzt nochmal Beowulf gäbe. Und du? Ja, das lassen wir auch so. Obwohl, nee, hier machen wir auf jeden Fall mal Sirius rein. Du nimmst dann hier Möbius. Devas Guld ist okay. Kanon. Achso, das war der Crap. Ja, alles klar. Ja, so lassen wir das mal. Okay, dann auf ins Labyrinth. Ein paar Runden gemütlich kämpfen. Hier am Abend, also für mich ist Abend. Passt auch sehr gut zur Atmosphäre hier. Ach so, das ist ausgewählt oder? Ah, okay. Es ist kein Teleporter, sondern bloß ein Wahlschalter. Let's begin. Ach so, ich habe die Klamotten da noch gar nicht angezogen, ne? Fällt mir gerade auf. Och nö. Langweiliger geht's nicht, ne? Nee, danke. Was in der Ecke muss ja, ne? Hoppla. Wegen des Chained Battles habe ich es dann doch mal eben so gemacht. You're mine! It's down! It's mine! Okay, das war schmerzhaft und ermüdend. Boah, die teilen gut das aus. Down. It's mine. All right.
I got this. You're mine! It's down! It's go time, Turk! I got it! Yeah! Chop, chop. Very well. There! It's down! It's mine! All right! Cha, cha. My turn! Jetzt bist du auch noch verwirrt? Was ist denn hier los? Very well. There. Nope. All right. Ha, ha. Sure. Boah, der hält aber auch was aus. Was hat der denn? Yeah. 30.000 oder? My turn. 37.000 Hitpoints. There. Here I go. Ha, ha. So, nu aber. Ach ja, jetzt kommt noch der nächste Kampf. Ja, super. Machen wir Sledgehammer. Break through. Sledgehammer. My turn. Okay, die können ja gar nichts. Also aushalten. Sure. Und Altina ist immer noch verwirrt und ist gleich kritisch dran. Das reicht nicht. Nee, nee, Altina soll jetzt nicht kritisch zuschlagen, bitte. Jetzt war nur noch eine Runde, aber das kann übel enden. Thank you. Man kann sich lieber jetzt hier kritisch zuschlagen, ne? Riona, activate fire. Here I go. Ha, ha. My turn. Ha. So, das müsste auf jeden Fall ganz gut Bonuserfahrungspunkte bringen. 2,5-fach, ja. Insgesamt so 2.000 bis 4.000. Kann ich mit leben. Loot war crap. Am Mandrake haben wir bekommen. Genau, das sollten wir looten für Dings hier, die Apothekerin sozusagen. Da sind wir runter. Hier geht's auch noch weiter. Das ist ja tatsächlich ein bisschen verwinkelt. Gibt's ja gar nicht. Das gefällt mir. There. Ah ne, oder... Nein, wir waren hier noch... Ach, guck mal. Gibt sowas wie Geheimtüren. Warte mal, konnte ich hier auch gegenlaufen? Ich habe ja nur gegengeschlagen. Ja, einfach gegenlaufen. So, da geht's weiter, ne? Ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge, was zu übersehen hier. Da geht es da weiter, da unten geht es aber auch weiter. Aber erstmal hier. Oh, die wieder. Die sind echt heftig. Aber vermutlich waren die, dass die auch Mandrake gedroppt haben.
ich lasse ihn mal. Hui. Hui. Die Fledermaus haben wir noch nicht gehabt. Dann sollen wir mal einmal draufhauen. Mist. Let's get him. Und du hast schon keine CP mehr, das ist ja toll. Die können auch nichts, die Fledermäuse. Sure. You're mine! Weak! Let's go! Yeah. Behold, the Vander style! Looks like we hit the jackpot! Naja, ob so ein Jello-Pendulum wirklich der Jackpot ist, das möchte ich jetzt mal nicht kommentieren. Aber zumindest ein neuer Gegenstand. Okay, sonst war hier nur Crap. Und ich nehme die Guillotinen-Monster jetzt nicht nochmal mit. Da komme ich doch her. Also hier runter. Ja, sorry, ich komme da sonst nicht vorbei. Wide open. My turn. It's down. It's mine. Here I go. I shall go. Yeah. Target's eliminated. Move out. Wow, 100 Erfahrungspunkte. Okay, den nehme ich aber mit. Ha! You have the advantage. Gegen eine Kiste. Ah, nee. Warte mal. Nee, warte mal. Du schlägst einfach noch mal zu. Und dann machen wir die Order. Break through! Sledgehammer! It's my turn! Take this! I shall go. Rionac, activate. Fire! My turn! You're mine! Let's go! Strike! It's my turn! Okay, Altina hat da gleich Deathblow. I got this. Yeah. Hat nicht geklappt. Oh, jetzt wird Altina wieder einschlafen. Danach ist sie wieder verwirrt. Lieber direkt heilen. Wahrscheinlich lässt Altina jetzt wieder einschlafen. Ah, dazu müsste erstmal Zauber anfangen. Here I go. Okay. Gegen was für Zauber ist er eigentlich empfindlich? Gegen Feuer. Haben wir da sowas? Nö. Mach trotzdem mal das. Arcus activate! Let's go! Arcus activate! Sure. My turn. Warte mal, das andere war.
Gold oder grün. Das ist mir zu viel, 100. Naja, dann eher Silber ist auch halt zu teuer. Heil du uns einfach mal. Thanks. Wer weiß, was noch passiert. My turn. Yeah. Ha. Done already? So, da scheint es nirgends sonst weiter zu gehen. Charge complete. Da unten geht's weiter, also gucke ich erstmal hier. Ah, eine kleine Truhe. Mit 50 Septit von jeder Sorte, wunderbar. Das ist mir das Risiko zu groß, dass die mir sonst in den Rücken fallen, wenn ich einfach die Truhe öffne. It's my turn. You can't escape. Fire! Sure. You're mine. I shall go. Rionak, activate. Fire! Battle complete. Let's continue. So, was haben wir hier Schönes? Fortuna, die Rare-Variante. Irgendjemand hat, glaube ich, Fortuna. Ah, ne, hatte ich rausgenommen, ne? Du hattest das, glaube ich, mal. Ja, bringt genau dasselbe wie... Ah, nee, das hatten wir noch gar nicht. Nee, nee, du hattest Luck, nicht Fortuna. Arts und Arts Defense hoch. Ja. Es reizt mich schon, wenn wir einen Gegner mit Magie angehen. Könnte das sinnvoll sein. Und dann würde ich dir das hier mal geben. Schon wieder so ein Viech. Da laufe ich vorbei. Eieiei. Gargül-Alarm. Let's rest here. Naja, auf jeden Fall. Ach so, das ist nur so ein Nebenmonster. Das ist gar nicht hier. Das war der Boss schon auf uns, oder? Das ist der Boss. Doch, das ist... Der Boss, ja, ja. Mhm. Na gut, ich will auf jeden Fall da auch mal sehen, was die anderen Charaktere drauf haben. Und deshalb fange ich auch mit denen mal an.
Nee, warte. So rum. Vieh statt Jonah und Elliot statt Altina. Achso, da wollen wir einen von den anderen komplett rauslassen. Ich lasse Sarah raus, oder? Nicht hier die Lehrer immer noch nach vorne schicken. In ihren alten Tagen. Das bringt doch nichts. Looks like a real tough one. Rizal. Sure. Geht nicht. Okay. Oh ja, und ich habe wenig BP. Da habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet, aber so ist es halt. Was haben wir denn für Orders mit dir? 8 Runden lang enormen Speed, das ist. Und Inside. 2 Runden. Ey, das ist sehr, sehr gut. Prozent weniger Schaden, 20% Hitpoint zurück. Ja, ich mache erstmal nichts. Ich will erstmal BP wieder von dem Typen haben. Oder Break Damage. Nee. Wir schauen jetzt mal, was wir so zaubern können. Solange wir halt noch zusammenstehen, ne? So, du hättest noch einen Chrono 3 für uns. Let's go! Now! Elliot das Fortuna. Ja. Machen wir mal. Wir wollen ein bisschen Abwechslung haben. Ha. I got this. So, hätten wir nochmal einen Stärke-Buff. Die addieren sich ja, wenn ich das richtig sehe. Arc is activate. Very well. So, und jetzt kann ich dich doch auswechseln. Für Juna. My apologies. Leave it to me. Dann haben wir hier nämlich nochmal ein Shining. Arc is activate. War das gerade Statusveränderung bei Juna? Ich habe es nicht so schnell gesehen. Ich kann alles machen. Hm. So, diese Gargüle hat doch bestimmt irgendwas Fieses drauf, oder? Gegen was ist die denn empfindlich? Gegen Feuer. Und sonst von den unteren Sachen Nightmare, so ein bisschen. Nightmare und Sleep. Und Silber, also Feuer oder Silber. Ja, das ist schlecht. Dann guck du noch deine Crafts. Du hast Machen wir das mal, es macht Break Damage. Ready? Oh, und gesealed. Wunderbar.
Ja, ein bisschen Verteidigung rauben. Now, eat this. Here's dessert. That's what you get for being careless. Yeah. So, Elliot, du. Ne, warte, du hast doch eine Craft, um ihn einschlafen zu lassen, ne? 40% Chance. Das wären 12% Chance of Sleep. Das wäre, naja, auch 12%. Versuchen wir einfach mal. Good night. Ja, hat geklappt. Wunderbar. So, Juna, du solltest ihn jetzt nicht direkt aufwecken. Ich weiß gar nicht, ob du, ja, du würdest es machen. Machen wir hier mal Golden Sphere. Okay. Er war kurz eingeschlafen für eine Sekunde und ist dann wieder wach geworden von selbst. Na gut, so ist das. Now. Lohnt sich das bei ihm? Ja, ein bisschen. Achso, warte mal, Silber statt Gold wäre eigentlich besser gewesen. Egal. Das Golden Sphere hat ja den Vorteil des Unbalancing. Statdown mit Death und Speed könnte sich auch lohnen. Aber nee, komm, brich ihn mal. Also nicht jetzt, aber. I got this. Geh in die richtige Richtung. So, du hast Silber. There. Oh, das war gut Schaden. 6000. My turn. Kannst du direkt nochmal machen. Natürlich so. Sure. Hier nochmal eine Nightmare-Chance. Aber ich glaube, das lohnt sich mehr. Now. Eat this! Here's dessert! That's what you get for being careless. It's down! They're mine! Huh! My turn. Okay. So genau, Order sollte ich mal machen, ne, bei 7 Punkten. Ja. Jetzt wäre Zephyr Wing natürlich ganz gut. Make it quick! Zephyr Wing! It's my turn! Er ist trotzdem nicht lang genug gebrochen. Dann wollen wir zumindest noch sehen, was er noch drauf hat, wenn er gleich aufwacht. Wahrscheinlich wird er dann wieder in seinen Supermodus wechseln. Enhanced-Modus.
Also, noch ist er nicht dran. Ich will das halt schon noch mal sehen, was er machen kann, ne? Ich hatte sehr viel Mana. Genau, Enhanced-Modus. Dann jetzt nochmal Break versuchen. Achso, genau. Ne, Zephyr Wing lassen wir mal schön. Aber irgendwie hat die Gargüle denn gar nichts gemacht, ne? Wenn wir die jetzt killen, bevor sie nochmal drankommt, hat sie nichts getan. Okay, jetzt kommt sie doch noch zum Zauber und das ist Gale. Das geht, das ist eigentlich nichts. Also verglichen mit allen anderen Gegnern ist die Gargüle ziemlich lame momentan. Let's go. My turn. Arc is activate. I got this. So, das sollte doch jetzt gereicht haben. Oh, we did it somehow. Ja, irgendwie haben wir es geschafft, weil der Gegner nichts gemacht hat. Yeah, I did it. Mein Silver Bell gedroppt ist. Sorgt dafür, dass silberne Zauber doppelt so schnell gehen, also halbe Casting Time haben. Stats updated. Und tja, demnächst können wir alle in den braunen Haarlook gehen. Jetzt auch Kurt erstmal seine braunen Haare anzieht. Okay, und nu? Können wir rausgucken? Nee. Nicht so richtig. Ja, irgendwie war das halbwegs sinnlos. Okay, wir haben Mandrake gesammelt. Wir haben eine Silver Bell bekommen. Ein bisschen anderen Kram hier noch so. Aber ein Erkenntnisgewinn. Haben wir es hier nicht bekommen. Ja, gehen wir zum Eingang. So. So, ich weiß nicht mehr, welcher unser Teleportationsstein war. Wo führt der hin? Steht das da? Der führt nicht nach Sutherland. Ich muss sagen, ich bin neugierig zu sehen, wo er uns hinführt, aber wir haben nicht die Zeit dafür.
Nee, warte, jetzt bin ich hier. Hier will ich überhaupt nicht sein. Ich will zurück. Okay, aber gut zu wissen, dass man ja da zu jeder Zeit auch nochmal wieder hin kann. Kann man auch noch nach Sutherland? Warte mal. Das muss ich nochmal eben einmal ausprobieren. Wie weit man sich an seinem freien Tag von zu Hause wegbewegen darf. Warte mal, ist... Nee. Nee, gar nicht. Irgendwie ist es weg. Wir können uns hier jetzt nicht mehr nach Sutherland teleportieren. Mich irritiert nur das Gelbe. Da, ach, da ist die Leiter. Ach so, ja, ja, doch. Genau. Hier mussten wir ja hoch. Tja, gibt es nur den einen Weg? Genau, und da ist der Teleportationsstein, wo uns jetzt gesagt wird, nein, wir wollen doch nicht wieder nach Sutherland. Ich glaube nicht, wir haben da jetzt geschäftlich zu tun. Ja, wir können uns die Reise für später sparen. Okay, aber zumindest können wir uns jetzt hier wieder teleportieren. So, ich weiß, wir müssen zurück. Ich will noch mal gucken, ob hier noch sich irgendwas verändert hat. Nö. Achso, natürlich hat sich was verändert. Wir haben Dings dabei. Mandrake. Hier ist das Mandrake, was du haben wolltest, Lise. Perfekt, das ist genau das, was ich brauchte. Jetzt geh und sammel die anderen Leute herbei. Es gibt genug Essen für alle. Das sieht ja lecker aus. Voilà, meine Spezialität, Mandrake-Suppe. Schön alles aufessen, bevor es kalt wird. Ja, das mache ich gerne. Alle nahmen einen Löffel von der Suppe. Duna, geht es dir gut? Soll ich dir auf den Rücken schlagen? Mir ist aufgefallen, dass diese Suppe... Naja, wie soll ich es ausdrücken? Bitter. Extrem bitter. Ich dachte, ich muss ersticken. Ja, schon ein bisschen anders als Kürbissuppe, was? Es ist ein Geschmack, an den man sich erstmal gewöhnen muss, auf jeden Fall. Aber das macht mir nichts aus.
Ich wette, Freddy wäre ein großer Fan davon. Das Aroma ist sehr speziell, sehr einprägsam. Ich mag das. Naja, wenn man einmal die Bitterkeit überwunden hat, dann ist es gar nicht so übel. Ja, könnte schlimmer sein. Tja, all diese Reviews. Naja, solange es nur mögt, bin ich glücklich. Also ich habe sie schon mal mehr schwärmen hören übers Essen, muss ich sagen, Lise. Diese Suppe wurde traditionell benutzt, damit Hexen ihr Mana regenerieren können. Ja, das ist schön. Und was heilt, muss ja auch bitter sein, ne? Ehrlich gesagt, wäre ich überglücklich, wenn ich Rose auch dazu bringen könnte, was davon zu essen. Aber durch diesen wählerischen Esser, da ist kein Kraut gewachsen. Ja, das klingt nach Rose. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt. Naja, ich gehe da mal zurück zur Arbeit. Ihr könnt euch jetzt mal entspannen. Ja, wir gehen erstmal raus, ausspucken. Danke nochmal für das Essen. Alle genossen den Rest der Suppe und danken Lise für ihre Gastfreundschaft. Okay, ich freue mich. Zumindest haben wir es jetzt einmal gehabt, dass denen anfänglich mal das Essen nicht geschmeckt hat. Sonst war es ja immer voll des Lobes und wir haben noch nie so was Tolles gegessen und so. Es zieht sich ja auch durch die ganzen japanischen Spiele. Und hier war es jetzt tatsächlich mal so, boah, erstmal dran gewöhnen. Effort. Oh, mit Effort können wir auch bestimmte Nahrungsmittel herstellen. Mit 70% Wahrscheinlichkeit, glaube ich. So, du kannst jetzt Magic Cuisine machen. Oh, für einen Mandrake können wir einmal Mandrake-Suppe bekommen. Ja, ich glaube nicht, dass wir Mandrake noch für was anderes brauchen. Ja, die Mandrake-Suppe scheint ja gewirkt zu haben. Wenn ihr mehr davon braucht, bringt mir einfach die Zutaten und ich mache euch einen frischen Topf. Na gut, dann zurück ins Atelier Rose. Warte mal, habe ich mit dir... Nee, mit dir habe ich noch nicht geredet. Wer bist du überhaupt? Dein Freund Ash hat mir gesagt... hat mir von seiner Erfahrung erzählt, dass er sich für den Fluch opfern musste. Er hat wirklich Glück, dass er solche Freunde hat wie euch, dass er jetzt in einem Stück zurück ist. Die Barriere unseres Dorfes kann das große Zwielicht fernhalten, also könnt ihr euch hier wie zu Hause fühlen. Ja, vielen Dank. Ihr habt uns hier im Dorf schon mehr geholfen, als wir zählen können. Du kannst nicht weit zählen, Kurt, ne? Ach nee, ich habe doch kaum was gemacht. Ihr habt euch doch direkt angefreundet mit Nina und Albireo. Was kann sich ein Vater denn mehr wünschen? Warst du vorhin auch schon hier? Ich bin mit der Patrouille fertig, um die mich Lise gebeten hat. Ist das eine Modezeitschrift da? Erstmal eine Tüte Chips und einen Tee und in einer Modezeitschrift blättern. Ja, ich entspanne mich halt gerade ein bisschen.
Ihr solltet euch heute auch entspannen. Training ist ja schön und gut, aber ab und zu mal ein bisschen faulenzen tut auch ganz gut. Ja, genau. Diese Chips sind so salzig. Dadurch sind sie noch leckerer. Und diese Modemagazine, wie interessant. Mampf, mampf. Ja, so macht Roselia halt Pause. Zwei der Singularitäten leuchten. Hier ist ein Buch. Eine große Auswahl an Büchern. Okay, Sport. Fechten, Pferderennen und Polo, Schwimmen, Tennis und Lacrosse. Bla bla bla. Folklore Teil 3 kennen wir bestimmt nicht. Aber ich fange mal an bei 1. Da geht es um Animismus, Fiends, Feen. Okay. Einhörner, Gnome, Hexen, Vampire. Ja. Übrigens, Jay Arendt. Kennen wir noch jemanden mit dem Anfangsbuchstaben J? Also Vorname J. Also niemand, der spontan einfällt. Natürlich haben wir Leute mit J getroffen, aber... So, und hier sind Dark Dragon, Great Knight, Immortal Kings, Crimson Demon. Ja, das haben wir auch schon mal gelesen. In Richtung Dystopie. Und das ist das geheime Buch, was wir letztes Mal, also im letzten Spiel, Trails of Cold Steel 3, irgendwo noch gefunden haben. Genau, das hat dieser Gideon geschrieben. Das Buch wurde ja quasi verboten und versteckt. Weil der schon erkannte, dass wir auf eine Dystopie hinzumarschieren. Gut, gehen wir aufs Zimmer. Schlafen eine Runde. Mal sehen, ob wir Albträume kriegen. Ja, wir reisen morgen ab. Soll ich für heute Schluss machen? Ich hoffe, ich habe alles gemacht. Okay, an diesem Tag, also immer wohl am Ende des Tages, gibt es dann halt für den Tag einen Report. Da wurde mir übrigens auch noch in einem Kommentar geschrieben, dass ich in dem Kapitel 1, nicht also im Kapitel 1, ja, ich nenne es jetzt ja Kapitel 1, also in dem Sutherland-Part, insgesamt 27 AP hätte kriegen können. Keep it up, Troops! Oh, ein A, nur ein bisschen traurig. Aber was willst du machen? Hätte ich gegen Rose besser kämpfen müssen. Vielleicht habe ich auch noch was anderes übersehen. Ich weiß es nicht. So, Donnerstag. Erin wieder verlassen. Okay, Rose, wir sind bereit abzureisen. Na gut, dann passt auf euch auf. Es gibt einen Teleportationsstein in La Mer, der euch zurückbringen kann, wenn ihr fertig seid. Geht von den Wäldern aus nach Norden und das Pendel wird euch den Rest des Weges führen. Eure Panzersoldaten sind auf Standby, also nehmt sie ruhig mit. Danke.
Ash, deine Heimatstadt ist doch in La Mer, oder? Oh ja, stimmt. Rackle, die Unterhaltungsstadt. Ich frag mich, wie es da wohl ist. Du willst da doch nur saufen gehen, Sarah. Ja, insbesondere nach dem, was zuvor passiert ist. Ich bin auch neugierig. Ja, es könnte ganz spaßig sein, sich den Ort nochmal anzusehen. Aber macht euch keine Sorgen. Ich habe eine Verkleidung bereit. Niemand wird mich erkennen. Verstehe. Tja, wenn ihr alle bereit seid, gehen wir denn zu den Wäldern? Ja, auf geht's. Tatsächlich wird uns nur ein Mitglied der alten Klasse 7 begleiten. Und wir sollen noch unsere Ausrüstung prüfen, bevor wir abhauen. Ja, aber... Okay. Fühle mich eigentlich gut ausgerüstet. Ja, wir haben einen Schrein in Sutherland gefunden. Vielleicht war da etwas drin. Ich muss nochmal eben zurückgucken. Ach genau, Roselia hatte gesagt, der Schrein. Nein, wir können ihn jetzt noch nicht benutzen. Ja, es läuft einfach nicht immer nach Wunsch. Ja, und das heißt, wir müssen irgendwann nochmal zu dem Schrein nach Sutherland zurück. Ey, Ash mit seiner warmen Jacke hier im August. Demnächst schneit's. Ja, ich laufe die Läden nochmal einmal ab. Ah, ihr wollt abreisen, was? Oh, klar, ich wusste gar nicht, dass du zurück bist. Ja, ist heute Morgen zurück. Wie ich hörte, habt ihr die Situation im Osten überprüft. Ich wusste nicht, dass... Oder nee, er hat das gemacht. Ich wusste nicht, dass es so übel sein könnte. Ja, ist nicht nur das Problem mit den Mana-Adern. Auch der Einfluss des Great Twilights fängt oder sorgt dafür, dass sich überall Katastrophen ausbreiten. Selbst Rose nimmt die Sache ernst. Ja, das sollte sie auch. Es scheint so, als ob alles, ja, halt, als ob alles über den Kapeister geht. Selbst die Stunts, die Vita abgezogen hat im Bürgerkrieg, verblassen dagegen. Wir müssen unseren nächsten Move sorgfältig planen. Ja, und seid ihr mal draußen sehr vorsichtig. Die Katastrophe kann jederzeit zuschlagen. Ja, vielen Dank. Wir behalten das im Gedächtnis. Nächster Halt, La Mer. Rose hat beschlossen, mit der Septianischen Kirche zusammenzuarbeiten. Wir können ja nicht alles alleine machen. Wir hatten unsere Differenzen mit der Kirche in der Vergangenheit, aber in den letzten zwei Jahrhunderten ist da Frieden. Ich finde das so lustig. In unserer Realität gab es ja Hexenverbrennung. Und wenn das hier auch da so war, vor, sagen wir mal, 300 Jahren, gab es vielleicht hier Hexenverbrennungen von der Kirche. Und ja, jetzt ist aber wieder alles friedlich. Ja, wir schauen uns im heutigen Meeting mal an, was wir für Pläne schmieden. Nochmal hin.
Ich schaue mir den Fluss von Ursache und Wirkung an. Aber jetzt ist meine Sicht blockiert von ganz vielen Wellenbergen. Ich sehe ein paar Schlüsselereignisse, aber noch viel mehr ist von meinem Blick verborgen. Es tut so weh. Nein, das hätte ich auch erwarten müssen, wo die Mana-Adern so in Unordnung sind. Es ist gut. Es ist nur ein kleiner Schmerz in meinen Gelenken. Einer der Schlüssel, der dieses Rätsel entwirren kann, ist ohne Zweifel euer Ausbilder. Gebt euer Bestes, um die Singularität zu finden, die euch zu ihm führt. Hört ihr? Dieser magische Wachmacher-Tee, den meine Meisterin für mich gemacht hat, letzte Nacht, war sehr effektiv. Ich habe die Nacht durchgemacht und ich bin immer noch wild entschlossen, weiterzulernen. Ich werde heute meine Schicksalstheorie-Studien fertig machen. Es sieht so aus, als ob das Schicksal nicht einfach etwas ist, was so passiert in der Welt. Auch die Bewegungen des Himmels sind da involviert. Faszinierend. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat meine Meisterin viel Wahrsagung gemacht heute Morgen. Ich frage mich, ob sie etwas Besorgniserregendes gelernt hat. Okay, das ist dann immer das Gleiche. Mein Vertrauter Loki ist so süß und flauschig. Und er quiekt, wenn man ihm auf den Kopf streichelt. Ich möchte ihn den ganzen Tag streicheln, aber er muss natürlich auch Disziplin lernen. Denn er ist ja ein Monster. Mein Job heute ist, diese Kräuter zu benutzen, um den Zähmungszauber über ihn zu stärken. Ah, da seid ihr ja. Hier, nehmt das doch mal mit. Auf dass ihr alle in einem Stück wiederkommt. Ist das der Trank, den du letzten Abend gebraut hast? Du hast noch mehr gemacht, das ist aber nett von dir. Keine Ahnung, was er mit der Redewendung sagen will. Ja, schön, dass ich zu Diensten sein konnte. Die Menschen hier in Ehren wissen wirklich, wie man die Gäste zufriedenstellt oder wie sich um die Gäste kümmert. Ja, es ist die beste Gastfreundschaft, die ich jemals erlebt habe. Na, erzähl das mal nicht den Leuten im Norden und wo ihr sonst noch so wart. Wo es so tolle Gastfreundschaft gab. Mal wieder auffüllen. Neulich war ein seltsames Mädchen hier und hat alle Sachen geschätzt, die ich hier habe. Woher will das Kind überhaupt was davon wissen? Warte mal, ist sie eine Waffenhändlerin? In diesem Alter? Wow, das Leben ist voller Überraschungen. Ja, so ist halt Jingo. Sie hat wohl Eindruck hinterlassen, was? Der alte Aroy wusste wohl nicht viel mit ihr anzufangen, aber sie weiß auf jeden Fall, welche Waren was wert sind, welche qualitativ hochwertig sind. Ich freue mich jedenfalls schon, mit ihr Geschäfte zu machen.
Ihr reist also nach Lemaire und Heimdall. Mhm, dann passt gut auf euch auf. Heimdall wussten wir noch gar nichts von. Danke für den Spoiler, Gandalf. Es ist hart. Es ist schwer zu bemerken mit der Barriere rund ums Dorf, aber das Great Twilight, die Influence von dem Great Twilight wird immer stärker. Ja, ja. Wie schlimm ist es eigentlich da draußen? Ich denke, ich muss es mir selbst mal ansehen. So, diese Leute von Ouroboros, die haben mit den Gnomen die ganze Zeit zusammengearbeitet, oder was? Das muss echt schlimm sein für Rose. Sie muss die Dinge regeln, sowohl mit ihrer alten Freundin und ihrer früheren Schülerin. Oder ihrem alten Freund. Ich weiß gar nicht, wer mit alter Freund jetzt gemeint ist. Oder ist Alberich ihr alter Freund? Naja, frühere Schülerin ist jedenfalls Vita. Also, denkt nicht zu viel drüber nach jetzt. Ihr konzentriert euch erstmal auf das, was ihr erledigen könnt. War ich hier oben nicht, oder? Oh, ihr seid, was wollt ihr denn? Ja, wir kommen nur kurz vorbei, bevor wir aufbrechen. Räumst du hier die Regale auf? Ja, der alte Knacker hier kümmert sich um mich, deshalb muss ich ihm ja auch ein bisschen helfen. Irgendwas an dieser Vase kommt mir aber komisch vor. Cerberus, schau das mal an. Verbotene Beschwörungsmagie, was? Okay, das kommt also aufs rechte Regal. Das kann man riechen? Tja, jedenfalls kann ich das mit meinen fünf Sinnen nicht. Die beiden sind mir schon welche. Wanna buy something? Okay, wir können hier auch Mandrake kaufen oder beziehungsweise eintauschen. Ich mach das einfach nochmal, nur dass wir es mal haben. Done already? I got some good stuff. Also nur für den Fall der Fälle, dass wir Mandrake auch nochmal für was anderes brauchen. Ansonsten können wir es hier irgendwann nochmal wieder umtauschen gegen Heiltränke. Und tatsächlich gibt es hier noch was Neues. Die dritte Ausgabe der Kaiserchronik. Tja, und die Karten müssen noch warten, oder ich nehme jede einmal, das würde auch noch reichen. Nee, aber komm, das machen wir später mit den Karten. Dieses Jingo-Mädchen. Morgendliche Bäder, ihren Welpen trainieren. Sie macht immer nur das, wo sie Spaß dran hat. So ist mein ruhiges Forscherleben jetzt dahin. Nur für die Akten. Ich habe eine Beschwerdesammlung bei Rose eingereicht gestern Abend. Aber sie hat einfach nur Snacks von der Außenwelt in der einen Hand gehabt und mich mit der anderen Hand fortgescheucht. Sie sagte mir sogar, ja, was ist denn so schlecht an Jingo? Es sieht so aus, als ob meine Chancen, Jingo hier rauszuschmeißen, nur klein sind.
Okay. Warte mal, da ist ja eh... Ne, das ist nicht der Teleporter. Schau dir das mal an. Der kümmert sich wohl heute um die heißen Quellen. Ja, er hätte mich zum Narren halten können. Er, ja, er macht hier schon Unsinn seit gestern Abend. Du glaubst, dass er sich hier, dass er hier mitarbeitet? Ich glaube das überhaupt nicht. Er ist wahrscheinlich ein Vertrauter, aber nicht auf die gleiche Art und Weise, wie Celine ist. Naja, zumindest ist er nicht der menschlichen Sprache mächtig. Aber davon ab scheint er ein wenig sluggish zu sein. Oh, ich verstehe, du hast Hunger, oder? Aber es ist noch nicht Zeit fürs Frühstück. Okay, wir können ihm nichts zu essen geben. Dann gehen wir nochmal da zum See. See ja nicht, aber zum Wassergraben hier. Oh, spielst du Wilhelm Tell? Oh, ihr wollt nach La Mer, was? Gute Reise. Ja, hört auf, euch zu verabschieden. Holt mich lieber aus dieser misslichen Lage raus. Ja, du siehst aus wie eine Vogelscheuche. Also, was steht heute auf der Agenda? Wachstumsmagie. Funktioniert bei Pflanzen und Tieren. Mutter hat es mir erst gestern beigebracht. Es war fantastisch. Ja, vielleicht für dich. Frag mich mal, wie ich mich gefühlt habe, von Lianen umschlungen zu werden. Alberia, wir haben das jetzt schon 1000 Mal durchgekaut. Meine Chancen auf Erfolg sind einfach 100 Mal besser, wenn du dabei bist. Also, jetzt halt die Arme hoch, sonst kann ich nicht richtig zielen. Willst du mich veralbern? Das ist ein wenig besorgniserregend, aber okay, solange die Lage nicht außer Kontrolle gerät. Ja, sie sind so eng miteinander verbandelt, wie es bei Zwillingen nur sein kann. Nee, wie es bei Geschwistern so sein kann, nicht Zwillinge. Blödsinn. Warum kann Nina mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wisst ihr jetzt, warum ich dieses doofe Dorf hasse? I can see a lot of fish here. Die drei wichtigsten Dinge für eine aufstrebende Hexe sind trainieren, trainieren und trainieren. Jeder Tag ist entscheidend. Man darf nicht auch nur einen Tag nachlassen. Ja, deshalb will ich ja nichts damit zu tun haben. Ja, gute Reise. Nina, kannst du wenigstens darauf achten, wohin du zielst? Ich flehe dich an. Okay, und jetzt bin ich nicht mehr von diesen blauen Textmarkierungen überzeugt, weil als ich sie jetzt zuletzt angesprochen habe, war die Markierung grau. Davor war die Markierung schon grau und sie hat trotzdem bei den beiden grauen Markierungen beides mal was Unterschiedliches gesagt. Okay. Ja, da bleibt nichts mehr. Gehen wir. Ja, aber das machen wir dann morgen, würde ich sagen. Gucken wir einmal kurz hier. Hier war ja überraschenderweise gar nichts. Achso, die sind jetzt auch weg. Aber warum dieser Riesenplatz? Da muss doch noch irgendwas passieren. Oder wird hier irgendwann mal alles vollgeparkt sein mit Panzersoldaten? Naja. Für heute haben wir einiges geschafft. Das Labyrinth noch ein zweites Mal. Und
morgen erwartet uns dann mehr Action in La Mer. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.